Auch ein Thema bei der Bildschirmarbeit sind die Augen. Also wir haben nach Bildschirmarbeit natürlich immer Probleme mit den Augen. Es liegt vielleicht auch an der internen Kamera, die ein sehr, sehr grelles Licht wirft. Und deshalb kann man auch mal zwischendrin einfach Augen-Yoga machen. Also ein paar Übungen für die Beweglichkeit der Augen. Und auch das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Alles, was ihr machen müsst, ist in den Bildschirm zu schauen, damit eure Teilnehmer euch sehen können. Und die Augen in bestimmte Richtungen bewegen und das einfach ansagen. Wichtig bei den Übungen, der Kopf darf nicht mitgehen. Gut, wir haben 6 Muskeln in jedem Auge und die wollen wir jetzt einfach mal benutzen. Wir fangen an mit rechts oben und links oben. Das heißt, wir bewegen unsere Augen von der einen Seite oben, gehen langsam hinüber zur anderen Seite und wieder zurück. Und das machen wir ein paar Mal. Und versuchen dabei nicht zu springen. Das heißt, wir machen nicht das, sondern wir bewegen die Augen wie, als hätten wir eine Perlenschnur. Und dann merkt ihr schon nach einer Weile, es ist anstrengend, dann müsste man blinzeln. Blinzeln ist immer ganz wichtig, um das Auge zu befeuchten. Dann machen wir das Ganze von links unten nach rechts unten. Also unten anfangen mit den Augen seitlich und dabei nicht den Kopf mitnehmen, sondern nur die Augen gehen. Auch das ein paar Mal machen und dann wieder blinzeln. Und dann von oben mittig nach unten mittig. Auch wieder vorstellen, an einer Perlenschnur entlang zu gehen. Und wieder blinzeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch diagonal machen. Also das wäre jetzt von oben rechts nach unten links im Wechsel. Oder auch von links oben nach rechts unten im Wechsel. Und dann wieder blinzeln. Und zum Schluss, ganz wichtig, um die Augen dann auch gut zu entspannen, reibt ihr sie und legt sie auf die Augen. Macht so eine kleine Kuhle, genießt das Schwarz. Und auch das ist sehr gut bei der Bildschirmarbeit, weil sich nun die Stäbchen und die Zäpfchen im Auge wieder entspannen können, regenerieren können. Und das ist besonders bei diesem vielen blauen Licht bei dem Bildschirm sehr, sehr wichtig. Dann wieder lösen und langsam wieder aufblinzeln. Auch eine wunderbare Möglichkeit für zwischendurch. Hallo, sind Sie neu hier? Schön, dass Sie da sind. Kurze Anleitung, wie das hier mit YouTube funktioniert. Dieser Button hier ist zum Abonnieren, Wenn Sie sich für andere Didaktikvideos interessieren. Und die zwei hier können Sie sofort anklicken und weiterschauen. Und da, wo eigentlich meine Füße sind, da können Sie was in die Kommentare schreiben oder die Glocke drücken, dann kommt immer alles direkt zu Ihnen nach Hause.